Zack, und weiter geht's. Leute, ganz, ganz wildes Ding gerade. Ich suche hier am Ladoga mal wieder die seltenen Fische und teste hier mit dreierlei Montageart bzw. Angelmethode. Zack, und die Foxy-Renken ballern rein, Alter. Foxy-Renke, Alden. Und wieder raus damit. Tja, das sind natürlich so Brocken, die man irgendwie sucht und irgendwie schon ewig sucht natürlich, weil es einfach auch seltene Fische sind. Foxy-Renke, Walambuckel-Maräne, Ludoga-Renke und wie sie nicht alle heißen. Und nicht gehakt, das war auch irgendwas anderes. Sehr langsam runtergegangen. Ja, und ich bin hier an der Stelle und teste hier gerade einmal auf Grund. Ich hatte gerade zwei auf Grund, hatte auch schon Biss auf Grund. Beziehungsweise, glaube ich, zwei Bisse auf Grund. Jetzt teste ich zusätzlich nochmal Wacky-Rig. Und natürlich schön mit der Pose, mit der Match. Und ja, bisher lüptet. Ich bin noch nicht lange hier. Aber bisher lüptet. Noch nicht mit wahnsinnig hoher Frequenz. Das ist aber auch gerade für mich jetzt nicht so wichtig. Für mich sind die Fische an sich wichtig und im Idealfall natürlich auch gerne irgendwie so in Trophäengröße. Klar, wie auch sonst, also richtig schön dicke Brocken. Und hier teste ich jetzt einfach nochmal mit Wacky-Rig. Ich weiß noch nicht genau wie, Einholgeschwindigkeit auf jeden Fall mal langsamer machen. Kleine Bewegung, bisschen zuppeln. Zack, genau. Immer so ein bisschen mal Grundberührung. Das ist ja quasi wie Jiggen jetzt schon, ne? Wenn da Grundberührung steht, jigge ich hier quasi gerade über den Boden. Immer mal so ein bisschen zuppeln. Das ist halt klassisch Wacky-Rig. Man versucht halt dem Gummiwurm an der Spitze vorne so ein bisschen Leben einzuhauchen. Ja. Die Frage ist natürlich immer, welche Farbe von dem Gummiwurm ist gerade die, die am besten läuft. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ganz klassisch natürlich auch hier. Also sowohl für die Grund- als eben auch für die Pose sind die Köder Steinfliegenlarve und natürlich auch die Eintagsfliegenlarve. Natürlich noch, genau. Ja, und die beiden Köder sind so klassisch, wobei ich jetzt gerade nur Steinfliege dran habe. Weil ich gerade Einzelköder, also die beiden Grundruten mit Einzelköder halt, da kannst du ja keine zwei Köder dran machen, dran hatte oder draußen hatte. Und da waren dann sofort Bisse auf Steinfliege und auf Eintagsfliege eben nicht. Und deswegen habe ich jetzt die Steinfliege draußen gelassen, die Eintagsfliege rausgeholt und wir gucken mal, ob da noch ein bisschen was weiter geht. Ja, vor allem Wacky-Rig würde mich jetzt halt übelst interessieren, ob das klappt. Das wäre schon interessant, weil man da vielleicht auch die Frequenz noch ein bisschen erhöhen kann, wenn man hier gezielt mit dem Wacky-Rig irgendwie auf die Fische gehen kann. Und was natürlich wichtig ist, am Ladoga, wenn ihr es versucht, schaut erstmal, wie ist da nicht nur das Wetter. Es kann ja auch ruhig schlechtes Wetter sein, das ist ja jetzt nicht so ganz wild. Aber Regen wäre halt, Regen. Wind wäre, oh, guck mal da. Wind wäre nicht ganz so geil. Also Wind wollen wir nicht zwingend. Alter, ein Zander. Du Lümmel, Alden. Wind wollen wir nicht so doll. Und ich habe jetzt schon hier gerade, obwohl, lässt gerade wieder nach. Ich hatte gerade schon ziemlich Wind. Und man sieht es immer noch, er kommt hier gerade so aus westlich, Nordwest-West aus der Richtung und zieht halt immer die Posen hier schön weg. Und das will man halt nicht. Das ist halt ein bisschen nervig, wenn man hier mit der Pose unterwegs ist. Das wäre halt nicht so ideal. Ja, gucken wir gerade mal eben rein. So sieht es gerade aus. Der hier erste, der zählt nicht. Da war ich gerade noch woanders rumtesten. Aber jetzt hier seit 18 Minuten jetzt hier rumprobiert, dann nochmal ein bisschen umgebaut
und mir jetzt, wie gesagt, Wecki auch noch hingestellt und die andere Route rausgeschmissen und so weiter. Und jetzt waren hier gerade nochmal zwei und jetzt gucken wir mal, ob hier ein bisschen was geht. Ich kann mir gut vorstellen, hier vielleicht auch dreimal mit Pose, dreimal mit Grund. Aber das ist halt jetzt erstmal das Ding, erstmal ausprobieren, ne? Gerade war, wie gesagt, der Wind noch deutlich stärker. Jetzt lässt er gerade ein bisschen nach. Da hatte ich mir gedacht, nee, komm, dreimal Pose ist mir zu nervig. Dann schwimmen die... Zack. Dann schwimmen die, die Posen halt immer durcheinander und treiben hier so rum. Das wollte ich nicht. Ja, vom Auswerfen her, ich werfe mit der Pose quasi in den Schatten. In den Schatten oder vor den Schatten hier. Vor der Spiegelung des Steins sozusagen. Hier vorne in diese Kante, in diesem Bereich. Ich habe jetzt gerade so auf 1,70 ungefähr runtergeschmissen. Ich habe auch schon mal ein bisschen höher probiert. Da ging aber eine ganze Zeit lang nichts ran. Und da dann auf Grund auch eben noch wieder was reingegangen ist, habe ich mir gedacht, okay, die kann man auch ganz gut weiter unten am Grund probieren, die Fische. Also machen wir das. Ja, jetzt ist natürlich wieder spannend, was passiert in der Nacht? Beißt da überhaupt etwas oder nicht? Das ist natürlich immer das A und O für einen Spot, wenn man ihn testet. Lübt es dann auch in der Nacht oder ist es nur ein Spot, den man halt tagsüber verwenden kann? Ist halt immer ein bisschen schlecht, ne? Was macht man dann in der Nacht? Ich meine, die Nächte sind jetzt hier auch nicht so super lang. Gegen 4 Uhr langsam wird es natürlich auch wieder hell. Aber es ist halt trotz allem, ne? Ideal ist es halt dann nicht. Besser ist, wenn man halt einen Fisch schön durchziehen kann. Ich gucke gerade mal eben auf der Grundroute. Da tut es jetzt auch schon lange nichts mehr. Tatsache. Wir gucken, können ja mal eben kurz reingucken hier in Z, wie es gerade zusammengebaut ist. Das hier ist, ich sag mal, mittelmäßig stabil zusammengebaut. Wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, wir können hier einfach mal deutlich feiner dran gehen. Wir gehen hier auch einfach mal deutlich feiner ran. Also wir nehmen mal eine 5 Kilo Schnur und gehen dann mit sowas wie 3 oder 4. Wie wäre es mit einer 4,4er? 3,2er? Nehmen wir mal 4,4. Hier ist 4. 4,4 kann man kaufen, deswegen nehme ich einfach mal das. 4er Haken ist relativ groß, bleibe ich allerdings auch bei. Bin ich ganz zufrieden mit. Die Größe der Fische passten. Und auch hier ziemlich genau mit einem 20 Gramm Blei, 45% aufgeladen, lande ich da. Ich klippe nicht. Schaut einfach, wenn ihr auswerft, dass ihr dann da auch wieder ungefähr im Schatten hier oder kurz vor dem Schatten landet. Was sind das? 17 Meter vielleicht, 15. Irgendwas in dem Bereich. 20 würde ich sagen, ist es noch nicht. So ist das Ganze jetzt zusammengebaut. Hatte ich die Bremse runtergemacht? Ja, habe ich. Machen wir mal einfach mal locker. Wenn da was Dickeres reingeht jetzt mit dem dünnen Setup. Ne, warte mal. Ich habe hier 4,4. Machen wir erstmal ganz locker. Hochdrehen kann man immer noch. So, dann hier die Pose. Ist wie folgt zusammengebaut. Ich bin hier mit Fluorocarbon. Komplett. Kann man natürlich auch anders machen. Man haut sich eine Braid drauf, man haut sich eine Mono drauf und macht dann einfach ein schönes Vorfach dran. Dann lübt das natürlich auch. Auch hier ein 4er Haken. Und weil ich es natürlich kann, nutze ich es natürlich auch. Doppelköder, Eintagsfliegenlarve mit Steinfliegenlarve. Richtig gut. Das wie gesagt auf dem 4er Haken. Und natürlich hier die geilen Waggler, die es auch hoffentlich dieses Jahr wieder am Weihnachtsmarkt gibt, in dem Fall jetzt hier die mit 14 Gramm. Drei verschiedene Farben gibt es ja hier. Richtig geil, wenn ihr irgendwie in Zukunft vorhabt, schön auf Pose weiterzugehen. Guck mal hier, wie die schön leuchten. Wenn du dir jetzt überlegst, das gleiche Ding gibt es nochmal in Schwarz. Als Originalstandard. Hör mal, ich habe die schon gar nicht mehr. Ey. Ich glaube, ich habe die weggeschmissen, oder? Ich weiß ja gar nicht, Posen. Ich glaube, ich habe die... Ne, hier sind sie. Hier sind sie. Im Detail. Schwarze Dinger, das hier unten ist alles unter Wasser, das sieht man einfach nicht. Dann siehst du hier quasi einen schwarzen Stift
und oben alle gleich, rot, 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 kannst du überhaupt nicht auseinanderhalten. Von daher sind die hier in drei verschiedenen Farben. Perfekt. Und da bimmelt's. Und da bimmelt's. Wir warten natürlich ein bisschen ab. Das ist schön, dass es bimmelt. Auf der Grundroute, in der... Jawohl. Doppelbiss. Sehr gut. In der Nacht. Was haben wir dran? Klein Kaulbarsch. Stint. Eine winzige Foxy-Renke, Alter. Oh, die ist aber löd. Werfen wir den ein bisschen aus. Nicht ganz so weit. Wieder locker lassen. Abstellen und schnell. Ei, ei, ei. Wir haben jetzt hier das feinere Setup. Dementsprechend gehen die Brocken natürlich auch doller rein. Das heißt, auch der wird wahrscheinlich gar nicht mal so groß sein. Aber die Bremse war halt locker, ne? Foxy-Renke. 900 Gramm. Foxy. Super gut. Super selten. Und die fehlen mir halt alle noch so als Trophy, ne? Das ist halt super, ey. Mega der Fisch. Mega. Finde ich richtig gut. Ich werfe direkt wieder da vorne hin aus. Leichtes, leichtes Setup. Und dann natürlich nochmal probieren. Jetzt hier auf Jig, gerade in der Nacht. Und dann gucken wir mal, ob das hier lübt. Ey, 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 Tatsache. Ja, und das ist halt echt so eine Sache. Das kriegt man eben auch nur alles raus, wenn man an so einem Spot einfach mal ein bisschen länger steht und ein bisschen rumprobiert und sich überlegt, ja, was könnte denn und wo müsste es denn? Da kann doch noch was anderes irgendwie der Grund dafür sein, dass ich hier gerade zu wenig fange. Und dann geht's los, man überlegt, was könnte man noch ändern. Und dann wirft man in die verschiedensten Ecken. Alter, jetzt habe ich hier noch eine Quappe dran zum Ende. Ich werde weich, Alter. Auch nicht schlecht. Auf, Alter, 3,8er Quappe auf 4,4er Vorfach. Ja, gerade eben nochmal weiter nach rechts geworfen. Mehr in Richtung 3,5 Meter Loch, auch mit der Pose. Und zack, sofort auch wieder die nächste Foxy-Renke. Also ruhig hier die verschiedenen Bereiche mal so ein bisschen rumprobieren, ausprobieren. Jetzt aber der direkte Cut zum Shop. Und natürlich wie immer erst einmal kurz der Blick ins Café. Voltio-Renke ist drin, wäre natürlich auch ein Traum, Alter, aber hui ey. 5,5 Kilo das Teil, dann sind 1000 auch echt verdient. Ja und als nächstes gucken wir mal eben hier in den Fischmarkt rein. Die Fische wurden ja teurer gemacht und das ist gut so. Denn wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, sieht das doch wahnsinnig sexy aus. 2,5 oder 2,1 Kilo Fisch für 37 Silber, 20, 18, 17, 15 und so weiter und so weiter. Das heißt in der Zeit jetzt mal eben schnell auf 166 Silber gekommen. Den müssen wir rausrechnen. Das heißt wir sind auf 160 Silber. Genau, das ist geil, das ist richtig, richtig geil und tja, jetzt heißt es bloß gucken, dass wir hier so ein bisschen mehr in diesem Kilobereich unterwegs sind oder sogar 2 Kilo Bereich, das wäre ja der Oberhammer, Alter. Ich lasse das mal so, wie es ist, vielleicht kommt ja noch was ins Café. Petri, ihr Lümmels, wenn es dir geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren, Dankeschön dafür und dann sehen wir uns das nächste Mal im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Petri.